Jo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mit Timo vom Waldkult hier am Start und wir haben im Hintergrund eine verlassene Diakoniestation. Und was das gibt, seht ihr wie immer jetzt. Ja, die Bretter hat man hier schon weggekloppt. Hier könnt ihr jetzt gerade sehen, dass die hier so einen Haufen Steine hingestellt haben. Ich gehe mal davon aus, dass die diesen Eingang hier komplett versiegeln wollen. Und wir haben heute halt Glück, dass hier halt noch nichts zu ist. Ja, ihr seht es natürlich. Todesschimmel. Da, Todesschimmel. Da, Todesschimmel. Wir gucken jetzt einfach mal, was das gibt hier. Man nimmt doch schon gar keine Masken mehr mit oder so, ne? Ich habe Masken im Auto, aber ich denke da nicht dran. Ja, weil, am Anfang hatte ich alles immer dabei, mittlerweile gar nicht. Ja, ich habe so eine 3M-Todesmaske extra gekauft, aber das macht keinen Sinn. Also das macht schon Sinn, Leute, wenn ihr in solchen Gebäuden unterwegs seid, dann setzt ihr bitte eine Maske auf, weil man merkt das schon. Ich war letztes Mal in so einem Atombunker, da haben die Augen gedreht des Todes, das war schon nicht ohne. Boah, hier riecht das aber muffig. Aber nicht so krass wie der Kühlschrank da in der Wohnanlage. Warst du auch da? Ja, ja. Im Wald, die Wohnanlage, die war todes. Wir waren kurz schlimm, vor euch da. Todesschlimm, oder? Weil die Tür, ihr seid durch eine Tür gegangen und ja, die war noch nicht eingeschlagen. Okay. Als wir da waren. Und als ihr da wart, ja, wir haben die eingeschlagen. Deswegen müssen wir irgendwie reinkommen. Deswegen habe ich mir gedacht. Nein, aber, ja, ich weiß. Kann das noch nicht definieren hier. Also, das riecht nach Feuer. Aber ich sehe noch nichts Verbranntes. Mein Gott, ey. Wie viele Sachen wir hier zurückgelassen haben. Verbandskasten da unten, Dokumente, Papiere. Ich glaube, hier war mal die Küche. Hier oben steht drauf. Bitte stellen Sie dieses Geschirr in den Abräumwagen. Eine kleine Kantine. Und jetzt riecht es extrem nach Feuer. Und da kommen wir in die Feuerstelle. Ja, jetzt definitiv gebrannt. Rigipswände sind leicht angegriffen. Die Tischplatte hat hier gefackelt. Ich glaube, hier war die Feuerwehr enorm schnell vor Ort. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Komische Mischung. Hier sind wieder frische Sachen. Darunter liegt ein verbrannter Stuhl. Da, oh, die Ecke, die hat gebrannt. Ich überlege gerade. Sehr interessant. Da hinten haben wir zum Beispiel die Wände total angegriffen. In der Mitte nichts. Und hier haben wir wieder auch des Todes angegriffen. Also vielleicht sind da sogar mehrere Feuer, die hier entstanden sind. Im Zeitraum. Ihr könnt gerade sehen, dass hier jemand eine neue Platte vorgemacht hat. Wahrscheinlich ist die Feuerwehr hier durchgegangen, um hier reinzukommen. Aber hier scheint das schon, ja, nicht ganz so wenig gebrannt zu haben, weil ja, die Decke ist hier schon fast gar nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt hier die Träger, die sind schon komplett korrodiert durch die Hitze. Da hinten die Tür ist halb angegriffen und hier ist wieder gar nichts. Also die Tür war zu, als es gebrannt hat. Wieso? Ne, Moment, da können wir überprüfen, ob die Tür zu war. Genau, als es gebrannt hat, war die Tür, nee, nein, die war schon geöffnet. Also wenn die Tür jetzt zu gewesen wäre, wird jetzt hier diese Dichtung, die ihr gerade sehen könnt hier, dann wäre die Dichtung so wie da ganz unten. Dann wäre die komplett blanko, weil ja, der Rauch nicht durch diese Dichtung zieht. Dafür ist ja so eine Dichtung da. Ne? Aber vielleicht wurde das Ding auch geöffnet durch die Feuerwehr und dann ist halt noch ein bisschen, hat das noch ein bisschen weiter gebrannt. Das kann ja auch möglich sein, aber ich lasse das einfach mit meinen Brandermittlungen. So, dann sind wir jetzt hier weiter in dem Raum. Komische Konstellation, komischer Aufbau hier. Sieht mir so ein bisschen aus, als wäre das hier so eine Malerabteilung gewesen, weil hier alles eigentlich anders verputzt wurde, anders gemacht wurde als in den anderen Räumen. Oder sind das so Übungswände gewesen zum Verputzen lernen oder so? So, du hast hier einmal hier so einen, keine Ahnung, Putzputz drauf. Du hast hier, ich weiß es nicht, ich bin kein Verputzer, aber hier hast du zum Beispiel wieder eine ganz andere Putztechnik. Das ist eher so eine Fassadendämmung für außen, weil die ist mit Styropor gedämmt. Also haben die hier vielleicht geübt drin. Das ist ja schon so ein Übungsraum gewesen. Der nächste Raum, es wird größer. Hautschutzplan für Maler und Lackierer. Ich habe es ja am Anfang bereits gesagt, es ist ja so ein Bildungswerk. Und ein Bildungswerk ist meistens eine Einrichtung für Leute, die jetzt eine Behinderung haben. Die halt im normalen Leben nicht so gut vorankommen, die ein Handicap haben. Ne? Und die Einrichtung ist jetzt halt dafür da, dass halt solche Leute, die im realen Leben ja nicht weiterkommen, hier ein bisschen mehr Unterstützung bekommen von Seiten der Betreuer und trotzdem einen Handwerksberuf erlernen. Und hier war scheinbar Handwerksberuf Maler und Lackierer, Trockenbauer. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, welche genauen Berufsbezeichnungen es da gibt. Und es gibt auch mal Metallbau und Elektrotechnik, glaube ich, genau. Wir sind jetzt gerade in dem Maler- und Lackiererbereich gelandet, glaube ich. Sister. Sister F130 ist ein Anschluss-Recordment. Acryl. Einfach nur. Okay, Maler- und Lackierer passt schon mal zusammen. Da haben wir
Zwischenraumlüftung. Riecht schon wieder nach Feuer, ne? Aber richtig heftig nach Feuer. Komisch. Komische Kiste hier. Mit Rand komplett aus der Wand gerissen. Schlauch weg, Armatur weg. Alles weg. Okay. Farben. Schablon. Sand. Eine Werkbank. Eine alte Tür als Werkbank benutzt. Wenn ich das Fenster anfasse, fällt mir auch locker hier um Ohren. Oh. So lange ist sie noch gar nicht ausgekippt. Alles noch nicht durchgetrocknet. Das ist alles handbemalt, denke ich mal. Ja, die sind handgegossen. Du siehst ja, dass die handgegossen sind. Ja, also Maler und Lackiererei gefunden, Trockenbau gefunden. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier auch noch einen fetten Metallbau gibt. Beziehungsweise, wieso habe ich mir das sagen lassen? Ich habe es selbst schon erlebt und da war das schweinedunkel und wir konnten nicht viel sehen. Und die muss irgendwo im oberen Bereich sein gleich. Angeklebt. Aufgemalter Bilderrahmen. Auch sehr nice irgendwie. Ein Helm. Maler. Feuergeruch kommt näher. Aha, ich sehe wieder Ruß. Boah, Alter, ist das fucking gruselig, ey. Liegt da einfach so eine Wichspuppe rum. Finde ich schon scheiße hier, ne? Alleine hinzulaufen, finde ich nicht cool irgendwie. Vorstellen, wie gruselig das Ganze jetzt ist. Wenn ihr nichts habt, ich bleib jetzt einfach mal stehen. Die Puppe war gruselig gerade. Ich stehe da rum und dann liegt da diese scheiß fucking Puppe. Sind wir jetzt aber, glaube ich, wieder in dem Bereich, wo das gerade gebrannt hat, oder ist das jetzt schon eine andere Stelle hier? Ne, hier waren wir gerade. Okay. Isomatten liegen hier ganz viele. Ein Turnverein. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist auch wieder so ein Aufenthaltsraum. Aber ich glaube, hier hat das schon so ein bisschen mehr gefackelt, weil hier die ganze Decke irgendwie schon kaputt ist. Die haben das einfach so hingestellt und dann hat das Ding gegeneinander angezündet. Ich glaube nicht, dass das alles in der Ecke einsortiert war hier. Wobei, es gibt immer nur so kleine Brandherde. Hier hat man mal irgendwie Akten angezündet. Da ist das, glaube ich, ausgebrochen, weil da könnt ihr sehen, da gibt es keine Farbe mehr. Da ist das nach oben gezogen. Da ist gar nichts mehr. Und dann ist das durch die Lüftung gezogen. Ich stand ja gerade in diesem Lüftungsraum, wo ich diesen Feuergeruch in der Nase hatte. Genau. Und das ist dann da wahrscheinlich auch eingezogen. Meine Güte, ey, Kabel ist hier auch schon. Und flieg. Hier kannst du mal durchgucken in den nächsten Raum. BVB und S04. An einer Wand. Oh, Kalender von 2014. 14, da hinten war 2012. Okay, ich hatte aber gerade, glaube ich, was anderes. Letzte Prüfung 2009 oder so. Jetzt sind wir wieder in dem anderen Bereich. Material aus Kabelbinder. Wir sind im Bereich Elektrotechnik unterwegs, glaube ich. Also haben wir jetzt Maler und Lackierer, Elektrotechnik. Das ist jetzt aber wirklich mal ein Eingangsbereich gewesen da vorne, der sehr lang ist. Das ist so verwinkelt, dieses Ding hier. Ich würde sagen, wir gehen mal upstairs vielleicht oder wir gucken ja mal einen anderen Bereich an. Guck mal, hier ist die Essensaufführung, was halt zu essen gab hier, ne? Hühnermilch. Friesmilch. Buttmilch. Und Preise gehen, ne? Kaka. Zigeunersoße, 1,99 Euro oder 1,99 €? Weiß man wieder nicht mehr, ne? Mein Gott, das ist doch schon ein Preis, ne? Nein, die hat wahrscheinlich einer umgesteckt. Also genau, hier ist die Kantine gewesen für die Leute dann. Die haben auch noch Verpflegung gekriegt. Natürlich, ist klar, wie in der Schule auch, ganz normal, die Mensa. Jetzt geht's wieder zurück in die nächste Abteilung. Okay, wir haben wieder Licht. Wir sind jetzt in... Immer noch im Erdgeschoss. Geh lieber mal hoch. Wir haben hier wieder Zimmer. Und wir haben eine mega Halle. Und was ist hier passiert? Hier sind super viele Tische. Hier sind vermutlich Absaugungen für Schweißanlagen. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Hier ist der Wahnsinn, ey. Boah, hier fehlt einfach straight die Wand. Gibt's nicht mehr? Weg. Raus aus dem Programm. Könnte durchaus sein, dass hier schon der jeweilige Besitzer Sachen abgeholt hat zum
ja, verschrotten, ne? Komisch. Klassenzimmer zu groß, wahrscheinlich wirklich wieder so eine spezielle Sparte für als Lehrraum. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Absaugung, die sind schon mal sehr verdächtig. Vielleicht war hier so ein Metallbaubereich, wobei Metallbau. Nee. Unterricht macht auch keinen Sinn, also ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist ja jemand von euch hier mal zur Schule gegangen und kann jetzt sagen, was das hier für ein Raum ist. Also es könnte wieder so ein Elektroraum sein. Das ist sehr groß. Riesig groß, ja. Auch sehr cool da mit diesen Zimmern dahinter noch. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie so eine Fertigungshalle oder sowas. Ja, aber was haben die hier gefertigt? Da vorne sind Absaugungen von der Schweißanlage. Und hier oben sind ganz viele Dingens dran. Oder das war der Küchenbereich, weil das ist halt schon. Das sind schon schweineviele Sachen, die hier oben so dranhängen. Ich weiß es nicht. Leute, wenn ihr das jetzt natürlich wisst, wenn ihr hier zur Schule gegangen seid, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, die Location ist mega, mega groß. Und ich mache jetzt damit, ich bin jetzt in der Rohdatei schon bei 50 Minuten, ich mache jetzt damit, das Video nicht zu lange wird, noch einen zweiten Teil, der in Kürze auf diesem Kanal erscheinen wird. Also danke ich euch an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es weitergeht in Richtung Metallbau. Ich weiß nicht, was uns da alles erwartet. Küche, wir haben bestimmt noch Hauswirtschaft, wir haben Metallbau, wir haben alles hier noch. Also, dann bleiben. Bis später.